Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Es geht wieder weiter. Im letzten Part haben wir den Shy Guy General besiegt und den vierten Stern befreit. Let's go. Schauen wir uns mal an, wer denn der nette Kerl hier ist. Kapitel Ende. Jawohl. Um Muscula, den vierten Stern, zu befreien, stellte sich Mario der üblen Shy Guy-Bande. Langsam erfüllt wieder funkelndes Leben den einst so finsteren und kahlen Nachthimmel. Doch erst, wenn der Sternstab aus Bowsers Klauen entrissen wird, ist das Böse gebannt. Noch drei Sterne warten auf ihre Rettung, doch wo in aller Welt mögen sie wohl sein? So, Spiel speichern und weiter. Let's go. Jetzt kommt erstmal wieder ein schönes Kapitelchen von Prinzessin Peach. Wie wir es lieben. Hey Twink, die Wachen haben uns schon wieder aus den Augen gelassen. Lass uns von hier verschwinden. Vielleicht finden wir etwas, womit wir Mario unterstützen können. Glaubst du, dass es noch sicher in den Geheimgängen ist, hier das Ding zu benutzen? Glaubst du nicht auch, dass Bowser schon dahinter gekommen ist? Ach, das geht schon in Ordnung. Bowser hat gar nichts gemerkt. Er sieht zwar furchteinflößend aus, aber in Wirklichkeit ist er nur ein großer Hohlschädel. Und jetzt lass uns verschwinden. Ach, die merken das bestimmt erst, wenn Level 8 oder so angefangen hat. Ich will halt immer noch gerne die Orden irgendwie abgeben. Tagebuch ist weg. So, die Wachen sind hier bestimmt wieder am rumlatschen. Gott. Aber theoretisch, hier war das, oder? War das hier mit der Kiste? Ja. Ich kann hier doch endlich, genau, Kampfhut. In einem Notfall erhöht sich Angriffskraft um 2. Ich verstehe halt nicht. Wir haben... Egal. Ich tue den Orden erstmal rein. So. Dann können wir uns den nämlich später noch holen. Falls wir Zeit haben. Haben wir denn... noch andersweitig irgendwelche... Wer bist du? Gummigai. Ich bin Prinzessin Peach. Und wer magst du sein? Oh, du bist Prinzessin Peach. Aus irgendeinem Grund nennen mich alle Gummigai. Ich sollte besser König Bowser informieren. Es ist dir nicht erlaubt, dein Zimmer zu verlassen. Aber ich bin wirklich hungrig. Wenn du mir etwas Leckeres zu essen besorgst, dann werde ich dich nicht verraten. Nun, Prinzessin Peach, was sagst du? Wirst du für mich etwas kochen? Ich würde gerne etwas für dich kochen, Herr Gummigai. Aber ich habe weder Zutaten noch Geschirr. Ach, das ist kein Problem. Ein Stockwerk tiefer befindet sich die Küche. Du kannst dort kochen. Hier, das wirst du brauchen. Dieser Schlüssel öffnet die Tür, die nach unten führt. Jetzt kannst du in die Küche gehen. Öffnet ein verschlossenes Tor im Pilzpalast. Ich bleibe hier sitzen und warte auf mein leckeres Essen. Oh ja, ich vergaß. Da draußen laufen jede Menge Wachen herum, also sei vorsichtig. Ja, ja, dann gucken wir halt mal was für ein Gummigai. Alles klar. So, heißt, wir müssen jetzt hier rein wahrscheinlich, ne? Drüben hatten wir ja alles geholt, glaube ich, ne? Ich hoffe es sehr. So. Gott. Ah, Mann. Ist das nur eine Wache? Ja. Da geht's ja noch tiefer. Okay, ich habe keine Ahnung, wo die Küche ist. Ich gehe erstmal hier rein. Ist das die Küche? Sieht mir nicht wie eine Küche aus. Schon eher nicht so, ne? Ist eher so ein Abstellraum. Hier ist auch gar nichts irgendwie. Wahnsinn. Toller Raum. Prinzessin Peach, was machst du da mit deinen Räumen? Einfach so eine Rampelkammer oder war das Bowser?
blöden Wachen. Die braucht doch keiner. So, da und da. Guck mal, jetzt sehen wir jetzt noch zwei Türen. Das sieht mir aber nach Küche aus. Wie das gefliest ist. Oh Gott. Was ich mich gerade frage, haben wir auf der anderen Seite, an der anderen Ecke da auch eine Tür? Ich gehe erstmal kurz hier reingucken. Was haben wir hier? Oder ist es die Küche? Shit, das ist die Küche. Nein, ich will noch nicht kochen. So, das ist die Küche. Nun, was sollen wir als erstes tun? Wir holen uns ein Kochbuch. Prinzessin Peach, das hier scheint ein gutes Kochbuch zu sein. Lass uns etwas daraus kochen. Okay. Wie sieht's aus, Twink? Irgendetwas besonders Leckeres? Eine Sekunde. Oh, wie wär's damit? Spezial-Erdbeerkuchen. Oh, klingt gut. Den versuchen wir. Okay, Twink, lies mir das Rezept vor. Gut. Okay, pass gut auf. Zuerst vermenge Zucker und Eier in einer Schüssel. Fang an, Prinzessin. Sag mir, wann du fertig bist und dann gehen wir zum nächsten Teil. Sahne, Butter, Reiniger, Erdbeeren, Milch, Eier. Du hast die Eier genommen. Zucker. Möchtest du... Achso. Zucker. Zack und Eier. So, Twink. Fertig? Ja. Okay, kommen wir nun zum nächsten Schritt. Nun, vermische und schlage die Zutaten in der Schüssel. Bist du bereit? Wenn ich Start sage, musst du A für 10 Sekunden so schnell wie möglich drücken, um den Teig zu schlagen. Na doch, gut. Also, loslegen. Start. Ja! Feuerfrei, Junge! Und, cremig? Das war's, gut gemacht. Hat alles funktioniert, Prinzessin? Ja, wo soll ich das so wissen? Klar. Okay, machen wir also weiter. Nun, gib Mehl und Butter in die Schüssel. Fang ruhig an, Prinzessin. Mehl und Butter. Ba, 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 ba. Zack. Butter im Glas? Okay. Ist schon flüssige Butter. Rein damit. Ja, fertig. Jo. Okay, nachdem nun alle Zutaten gut vermischt sind, schütte den Teig in die Form. La 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 la. So, jetzt tun wir es in den Ofen, oder wie? Und weiter geht's. Nun, backe den Teig für 30 Sekunden im Ofen. Okay, geh rüber zum Ofen. 30 Sekunden? Mensch, das ist ja ein richtiger Speedkuchen. Will ich auch haben. Oh Gott. Wecker klingelt. Drücke A, um den Kuchen in den Ofen zu stellen. Drücke nochmal A, wenn du glaubst. Dieser Teil kann nicht wiederholt werden, also gib besonders... Na toll! Ich stelle mir einen Timer, okay? Stoppuhr. So. Okay, bitte stell ihn in den Ofen. Sekunden, Leute. Timer läuft. Ich habe ihn, glaube ich, ein bisschen später angemacht, deswegen ich werde so bei 29 ausmachen. Toll. Dieser Teil kann nicht wiederholt werden. Kann man da irgendwas verkacken, wenn man es falsch macht? Boah, so eine genaue Punktlandung. Genau 30 Sekunden. Also ich bin jetzt bei 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ich habe ihn jetzt rausgeholt. Fertig? Ja. Okay, stell den Kuchen auf den Tisch, damit er abkühlen kann. Erfahre ich jetzt meine Ergebnisse? Jetzt kommen wir zum letzten Teil. Wir müssen ihn noch mit Sahne und Erdbeeren dekorieren. Sag mir, wenn du mit den Dekorationen fertig bist.
Du hast die Sahne genommen. Let's play Backkurs mit Peach. Zack. Und noch ein paar Erdbeeren. Dü-dü-dü. Perfekt. Fertig? Ja. Ja, wir haben es geschafft. Er sieht großartig aus. Okay, bringen wir ihn zum Gourmet-Guy. Achso, kann ich ihn wieder hinstellen? Alter, jetzt laufe ich ja übelst langsam. Jetzt stell dich doch nicht so an. Achso, ich bin direkt da. Mann, ich wollte in die eine Tür noch reingucken. Da bist du ja. Oh, ich musste so lange warten. Ich bin schon ganz abgemagert. Ja, mit Sicherheit. Bist du richtig abgemagert. Danke. Mmh. Oh, ja, wow. Oh. Uah. Köstlich. Das ist viel zu köstlich. Puh, oh, das war wirklich gut. So etwas Gutes habe ich seit nun noch nie gegessen. Und dir meine Dankbarkeit zu beweisen, verrate ich dir ein Geheimnis. Einer der Sterne ist im Lava-Lava-Berg auf Lava-Lava-Island. Diese Insel liegt weit im Süden. Du solltest Mario das wissen lassen. Aber sag ihm auch, dass der Stern von einem fiesen Lava-Piranha bewacht wird. Er soll gut aufpassen. Ich habe nichts gegen Mario, deswegen sage ich dir das. Okay. Twink, hast du das gehört? Der Lava-Lava-Berg im Lava-Lava-Island. Der Stern ist im Inneren des Vulkans. Mario könnte diese Information wirklich gut gebrauchen. Ja, das könnte er. Twink, es tut mir leid, dass ich dich darum bitten muss, aber würdest du Mario informieren? Natürlich werde ich das tun. Ich bin schon weg. Ich werde bald zurück sein, Prinzessin Peach. Was soll das Geschrei? Ruhe da drinne! Achso, sie schon wieder. Die Hex-Max. Ah, ihr war das als Prinzessin. Ihr solltet leiser sein. Ihr seid eine Gefangene und als solche müsst ihr... Was habt ihr überhaupt zu suchen? Wachen! Schnappt die Prinzessin! Ja, ich hab nur was gegessen. Diese Kuh. Nein! Hi, aber wir kriegen eine neue Fähigkeit. Puh, frische Luft. Nachdem ich so lange unter Verschluss gehalten wurde, könnte ich wirklich ein paar Runden Jogging gebrauchen. Okay. Mein Name ist Muscula, Mario. Vielen Dank, dass du mich gerettet hast. Jetzt bin ich an der Reihe, dir zu helfen. Pass gut auf. Marios Sternkraft erhöht sich auf 4. Mario erhält die Sternkraft Ruhigsteller. Ruhigsteller schwächt die Angriffskraft aller Gegner. Rufe mich, wann immer du in Schwierigkeiten steckst. Ich werde hier bleiben, um dir im Kampf beizustehen. Und jetzt kehre ich zurück in meinen guten alten Sternhafen. Mario! Mario, Mario! Ich habe Neuigkeiten. Neuigkeiten aus dem Palast. Oh, ehrwürdiger Stern! Hi. Ich glaube, du bist Twink, oder? Du bist doch der Kleine, der vor kurzem aus dem Sternental in den Sternhafen aufgestiegen ist. Was? Ihr erinnert euch an meinen Namen? Haha, aber natürlich. Wir sind wie eine Familie. Ah, oh, ich bin zutiefst bewegt. Oh, mach nicht so einen Wind rum, Junge. Ich bin mir sicher, du wirst noch große Taten vollbringen. Ich muss nun gehen. Auf Wiedersehen, Twink und Mario. Wow, ich habe mit Muscula, dem ehrwürdigen Stern, gesprochen. Nicht mal im Sternhafen habe ich dazu oft Gelegenheit. Ich zittere vor Ehrfurcht. Wahnsinn. Ups, es tut mir leid. Ich bringe wichtige Neuigkeiten aus dem Palast. Laut der Informationen, die Prinzessin Peach und ich erlangt haben, scheint es, als würde einer der Sterne im Lava-Lava-Berg auf Lava-Lava-Island gefangen gehalten werden. Du würdest nicht glauben, was die Prinzessin durchgemacht hat, um die Information zu erhalten, ja? Sie musste Kuchen kochen. Ich hoffe, das wird dir helfen. Ich muss jetzt zur Prinzessin zurück. Mario, wie immer viel Glück. Die Prinzessin und ich werden auch weiterhin Augen und Ohren für dich offenhalten. Ja!
Okay, es geht weiter. Lava Lava Island, das hört sich ja irgendwie danach an, als ob wir mit dem Schiff fahren müssen. Oder? So ein bisschen schon. Ich glaube, ich gehe erstmal ein paar Items verkaufen. Dü-dü-düm. Hi, hey, hi, hey, 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 so, willkommen. Verkaufen, bitte. Sternenwind. Ja, Sternenwind ist eigentlich ganz geil. Das ist auch ganz geil, ist auch ganz geil. Schneepuppe. Obwohl Schneepuppe vielleicht ganz gut ist gegen die Feuergegner, die uns bald erwarten. So, Boltpilz machen wir weg. Schläfchen. Schneepuppe. Ja, ich glaube, das können wir so lassen. Was haben wir aktuell noch eingelagert? Ach nee, ich möchte nichts lagern. Ich möchte aus dem Lager nehmen. Wie mache ich denn das? Mitnehmen. Ja, okay, ich lasse es erstmal so. Er hatte doch hier hinten noch Sachen drin, oder? Oder habe ich die alle schon weggenommen? Ich habe die alle schon weggenommen, glaube ich. Ist hier was? Ist hier was? Ist hier was? Okay. Theoretisch. Theoretisch könnten wir jetzt mal wieder so ein bisschen in die Kanalisation gehen, oder? Was haltet ihr davon? Ich denke, das wäre eigentlich ein ganz guter Plan. Bevor wir uns jetzt wieder ins nächste Gebiet aufmachen. Mal so ein bisschen Sidequesting wieder machen. Ich glaube, das ist ganz cool. Ansonsten ist hier nicht viel los, weil hier können wir jetzt halt Sidequesting machen, wie gesagt. Wir könnten Sternsplitter tauschen gehen. Das für eine Mucke gewesen. Merkwürdig. Okay, hat denn der Typ jetzt was im Laden neu? Wir haben zwar eh kein Geld, aber ich will mal kurz gucken gehen. Alter, der hat schon wieder Gruppenfokus. Lässt auch Marios Freunde das Fokuskommando anwenden. Ja. Okay. Ja, gut. Ist jetzt nicht so super nützlich. Ich glaube, wir können erstmal ein bisschen weitermachen, oder? Ich glaube, wir müssen erstmal hier so an sich nichts machen. Ich würde... Naja, der Part ist halt gleich zu Ende. Aber ich würde trotzdem jetzt erstmal wieder in den Untergrund gehen, also in die Kanalisation, da mal ein bisschen was abchecken und dann machen wir Story weiter. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Ich denke mal allgemein werden wir hier ein paar neue Geheimnisse finden. Gerade mit der Sonne jetzt und so. Könnte ich mir vorstellen, dass es hier viele Sachen gibt. Aber halt auch einfach, weil wir jetzt hier rein können. Da konnten wir ja vorher nicht rein. Was ist das? Okay, ach du Scheiße. Erster Angriff erfolgreich. Okay, was sind das denn für krasse Typen? Mitglied wechseln. Gumbario. Let's go. Wen haben wir denn da? Scanner. Fieskooper. Okay. Das ist ein Fieskooper. Fieskooper sind Koopas, die in den Tunneln von Tottown leben. Sie sind dafür bekannt, ihre Gegner zu verwirren. Oh. 8 KP, Angriffskraft 3, die sind stark. Wenn sie grinsen, solltest du besonders vorsichtig sein, weil sie dann ihre Verwirrungsattacke vorbereiten. Ihre Verteidigung sinkt auf 0, wenn du sie umwirfst, also setze Sprungattacke ein. Okay, der grinst da hinten, ne? Der grinst, das sehe ich doch. Na dann. Bam, Alter, jawohl. So, der steht jetzt wieder auf, der auch. So, die sind beide fett am Grinsen.
Ah, das war schlecht. Das war echt schlecht. So. Aber an sich sind die ja keine Probleme. Zack. Und den da hinten mal auch noch platt. Zack. Solange es nur zwei Stück sind, geht das voll klar. Hä? Den einen haben wir gar nicht geplättet. Ups. Warum nicht? Warum habe ich hinten keinen Schaden gemacht? Verstehe ich gerade gar nicht. Und. Habe ich eben mein Kommando versaut gehabt? Ich glaube schon, ne? Weil dann sind wir nämlich auch bald Level Up, Leute. Oh, ein Powerblock? Sowas droppen die? What the heck? Okay, da ist noch einer. Das machen wir aber im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen, gerne liken, kommentieren und wieder einschalten zu Paper Mario. Leute, bis zum nächsten Mal.